NFTs haben gerade einen echten Hype. Man hört immer von unglaublichen Summen. Gekauft für 1 Euro, verkauft für Millionen. Da scheint wirklich viel Geld in dem Markt zu sein. Und immer wenn viel Geld gemacht wird, stellt sich dann die Frage, muss ich darauf eigentlich Steuern zahlen? Und wie gebe ich das eigentlich in der Steuererklärung richtig an? Die Antworten auf diese Fragen bekommst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und mit Sicherheit hast du auch solche Geschichten gehört, dass irgendjemand für ein paar Euro ein NFT gekauft hat und damit Hunderttausende oder Millionen Euro verdient hat. Da strömen natürlich bei den Geschichten wahnsinnig viele Leute in den Markt und wollen einfach viel Geld verdienen. Ehrlicherweise war in mir vorher gar nicht so bewusst, was das eigentlich ist. Und bevor ich jetzt auf die steuerlichen Aspekte eingehe, möchte ich einmal ganz kurz erzählen, was sind eigentlich NFTs. NFT steht für Non-Fungible Token. Das hat was mit Blockchain zu tun. Das heißt, es sind Kunstwerke gespeichert auf einer Blockchain. Der Unterschied zu Bitcoin beispielsweise ist, dass Bitcoin eher gleichgestellt ist mit Geld. Das heißt, der Hauptzweck von Bitcoin ist Geld. Es ist digitales Geld. Es ist austauschbar. Austauschbar bedeutet, wenn ich dir 10 Euro überweise, zum Beispiel per PayPal, du zahlst es dir auf dein Bankkonto aus und hebst es dann ab, dann hast du immer noch 10 Euro. Und dir ist es eigentlich ziemlich egal, welche 10 Euro du hast. 10 Euro sind 10 Euro und welchen Schein du nur in der Hand hältst, ist dir wahrscheinlich egal. Anders ist es bei Kunstwerken. Und NFTs kannst du eher vergleichen mit Kunstwerken. Da macht es schon großen Unterschied, ob du die Mona Lisa von Da Vinci hast oder die Mona Lisa von irgendwem anderen, der die nachgemalt hat. Die echte Mona Lisa hat natürlich einen viel höheren Wert. NFTs sind genau diese Kunstwerke. Das heißt, in diesem Fall gibt es genau ein Kunstwerk und kein zweites. Natürlich kann man das auch veräußern und verkaufen, aber man kann es nicht beliebig auswechseln. Da jetzt viel Geld im Markt ist, stellt sich doch so ein bisschen die Frage, wie verhält sich das eigentlich mit der Steuer? Und wie sollte es anders sein? Sobald das Finanzamt ins Spiel kommt, wird es irgendwie kompliziert. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die technische Seite von der Blockchain jetzt super simpel und für jeden einfach zu verstehen ist, aber die Steuer macht es auch nicht einfacher. Und zwar gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten, wie du Gewinne aus NFT versteuern müsstest. Die allererste Frage, die du dir stellen solltest, ist, ist das, was ich hier tue, bereits eine selbstständige Tätigkeit oder ist es eher ein privates Geschäft? Der häufigste Fall, den ich gerade beobachten kann, ist tatsächlich eine gewerbliche Tätigkeit. Wenn du dir mehrere NFT kaufst, schon mit der Absicht, sie mit Gewinn zu verkaufen, dann handelst du gewerblich. Das heißt, du musst ein Gewerbe anmelden und du brauchst eine Steuernummer. Das heißt, du musst den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Und dann musst du eine laufende Buchhaltung machen. Der Einkauf der NFTs sind dann Betriebsausgaben, also wie Wareneinkauf. Und der Verkauf ist dann Umsatz, steuerpflichtiger Umsatz. Und dann stellst du das gegenüber und musst den Gewinn versteuern, kannst aber den Verlust unter Umständen auch geltend machen, kannst aber natürlich auch alle anderen Betriebsausgaben, die du brauchtest, einen Laptop, einen Computer, steuerlich geltend machen. Aber du musst ein Gewerbe anmelden und dann ist es auch egal, wie lange du die NFTs hältst, sie sind immer steuerpflichtig. Ein wenig anders verhält es sich dann, wenn du die NFT nicht einkaufst, um sie zu verkaufen, sondern selbst erstellst. Du bist selbst Künstler, du bist Musiker oder Maler oder Videoproduzent und produzierst deine eigenen NFT mit der Absicht, sie zu verkaufen. Nur weil du das in Form von NFT machst, ändert das nicht den Charakter, dass du Künstler bist. Denn Künstler sind keine Gewerbetreibenden, Künstler sind Freiberufler. Zum Thema Abgrenzung zwischen Freiberuflichkeit und Gewerbetreibende, dazu habe ich schon mal ein separates Video aufgenommen, das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Das heißt, wenn du dir da unsicher bist, schau dir das einmal an. Diese ganze Unterscheidung ist natürlich auch relevant in der Welt der NFT. Wenn du in erster Linie Creator bist, der sie selbst erstellt, bist du Freiberufler. Freiberufler bedeutet, du brauchst keinen Gewerbeschein. Aber du musst dich beim Finanzamt anmelden und den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Du musst auch keine Gewerbesteuer zahlen, aber du musst trotzdem auch eine Buchhaltung machen, wo du quasi deine Einnahmen und Erlöse deinen Ausgaben gegenüberstellst und musst selbstverständlich deine Gewinne aus NFT dann auch versteuern, kannst aber auch alle Betriebsausgaben absetzen. Das beides waren die Möglichkeiten der Versteuerung im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit, das heißt Gewerbebetrieb oder Freiberuflichkeit als Künstler. Was wir hier noch gar nicht beachtet haben, aber natürlich ein super relevantes Thema ist, ist die Umsatzsteuer. Muss eigentlich Umsatzsteuer ausgewiesen werden, wenn du ein NFT verkaufst? Dazu gibt es von der Finanzverwaltung noch keinerlei Aussagen. Und wenn es keine Aussagen gibt, dann muss man leider schon davon ausgehen, dass Umsatzsteuer ausgewiesen werden muss. Das ist ein bisschen problematisch, weil wenn du als Gewerbetreibender NFT einkaufst, dann kriegst du in der Regel keine korrekt ausgestellte Rechnung mit Ausgaben.
ausgewiesener Umsatzsteuer. Das heißt, Vorsteuerabzug ist im Alltag ehrlicherweise sehr, sehr schwierig. Künstler haben noch on top ein anderes Problem, und zwar sind Kunstwerke, die quasi vom Finanzamt als Kunstwerk anerkannt werden, die haben einen ermäßigten Steuersatz von 7%. Alles, was nach dem Umsatzsteuergesetz keine Kunst ist, muss mit 19% Umsatzsteuer abgeführt werden. Und ehrlicherweise, dadurch, dass es noch keine Aussage gibt von der Finanzverwaltung, ist das gar nicht so einfach jetzt zu wissen, was jetzt ausgewiesen werden muss. Aber wenn du mit NFT handelst oder sie selbst erstellst und verkaufst, musst du damit rechnen, dass du Umsatzsteuer ausweisen musst und auch abführen musst. Wenn du NFT aber nicht gleich zu deinem Business machen möchtest, sondern vielleicht einmalig ein Kunstwerk kaufst und das dann hältst und vielleicht auch irgendwann mal verkaufst, dann musst du nicht sofort eine Selbstständigkeit anmelden. Sondern es gibt auch den ganzen Bereich des privaten Veräußerungsgeschäftes. Das bedeutet nicht, dass es automatisch steuerfrei ist, aber die privaten Veräußerungsgeschäfte kennst du vielleicht auch aus dem Bereich Bitcoin. Du kaufst dir beispielsweise ein NFT und verkaufst sie nach 3 Jahren. Dann sind die Gewinne tatsächlich steuerfrei. Denn da gilt immer eine Haltefrist von 12 Monaten. Das heißt, wenn du den NFT länger als 12 Monate hältst und dann mit Gewinn verkaufst, dann sind die Gewinne tatsächlich steuerfrei. Wenn du sie weniger als 12 Monate hältst und mit Gewinn verkaufst, dann hast du immer noch eine Freigrenze von 600 Euro. Wenn du beispielsweise 500 Euro Gewinn machst, dann hast du trotzdem keine Steuern zu zahlen. Wichtig bei den 600 Euro ist allerdings, dass du da alle privaten Veräußerungsgeschäfte innerhalb eines Jahres zusammenrechnen musst. Das heißt NFT, Gold, Bitcoin, deine echte Mona Lisa, alles, was du innerhalb eines Jahres Haltungsfrist verkaufst, wird zusammengerechnet, und wenn das unter 600 Euro Gewinn ist, dann ist das steuerfrei. Wichtig bei den 600 Euro ist auch, dass es eine Freigrenze. Freigrenze bedeutet, wenn du bei 700 Euro beispielsweise Gewinn bist, musst du 700 Euro versteuern. Das ist kein Freibetrag, wo immer 600 Euro steuerfrei sind. Das ist eine Grenze. Sobald du drüber bist, musst du tatsächlich den gesamten Gewinn mit deinem persönlichen Steuersatz versteuern. Aber auch hier gibt es tatsächlich bei der Berechnung dieser 12 Monate noch wahnsinnig viele Dinge, die noch nicht so ganz klar sind. NFT ist ein relativ neues Phänomen, und da gibt es noch ganz wenig Rechtsprechung und auch ganz wenig Statement von der Finanzverwaltung, wie man das richtig macht. Aber du kannst ja schon mal merken, wenn du es privat machst, dann sind das private Veräußerungsgeschäfte, die du als sonstige Einkünfte versteuern musst. Das heißt, du müsst sie eintragen in deiner Steuererklärung als sonstige Einkünfte in der Anlage SO. Ich hoffe, dieses Video hat dir einen guten Überblick darüber gegeben, wie die aktuelle steuerliche Situation im Zusammenhang mit NFT ist. Ich weiß, das Ganze ist noch nicht so richtig zufriedenstellend, und ich lege auch meine Hand dafür ins Feuer, dass da in den nächsten Jahren sich noch einiges ändern wird. Sobald es dazu Neuigkeiten gibt, werden wir dich natürlich auf diesem Kanal darüber auf dem Laufenden halten. Deswegen lohnt es sich auch auf jeden Fall, diesen Kanal zu abonnieren. Entscheidend und ganz wichtig an diesem Punkt ist, du solltest wirklich dokumentieren, was du da exakt gemacht hast. Also Beträge für Einkauf und Verkauf und Haltedauer und so weiter. Du findest unten in der Videobeschreibung mal so ein paar Stichpunkte, was ich an deiner Stelle dokumentieren würde. Wenn du jetzt aber sagst, ich bin im NFT tätig und auch freiberuflich oder gewerblich tätig und du brauchst einen Steuerberater, der das Ganze für dich abwickelt, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau dir aber auch unbedingt unsere weiteren Videos an, zum Beispiel über unsere Online-Community. Da kannst du auch gerne alle Fragen zur NFT stellen. Alle Infos dazu findest du einmal hier oder schau dir unsere weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier. Den Fragebogen zur steuerlichen...